Mit dem Schrecken davongekommen sind am Freitagmorgen zwei Verkäuferinnen in einem Supermarkt in Netschkau im Vogtland. Ein bislang Unbekannter hatte den beiden Angestellten des Discountmarktes in der Schlossstraße bei deren Dienstbeginn gegen 6.30 Uhr in den Verkaufsräumen aufgelauert und sie mit einer Waffe bedroht. Der Räuber erzwang die Herausgabe mehrerer tausend Euro Bargeld. Anschließend flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben. Er ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, 165 cm groß und von kräftiger Statur. Ersten Erkenntnissen nach sprach er gebrochen Deutsch. Zum Zeitpunkt der Tat trug er einen hellen, gemusterten Anorak und eine Jeans. Auffallend an der Hose waren die ausgewaschenen Oberschenkel. Er trug weiterhin schwarze Handschuhe. Zudem war der Unbekannte mit dreckigen Turnschuhen bekleidet. Über das Gesicht trug er eine schwarze Strumpfmaske mit Sehschlitzen. Seine Beute transportierte er in einem blauen Rucksack. Die Polizei hat die Fahndung aufgenommen. Darüber hinaus sucht sie unter Telefon 03744 2550 nach Zeugen und Hinweisen.